ist durch das höhere Drehmoment des Sci-Fly-Antriebes mit einem höheren Verschleiß an Kettenblatt und Kette zu rechnen? Ja, eigentlich schon, aber wir haben zwei Maßnahmen, die dem entgegenwirken. Das eine ist, dass unser ovales Kettenblatt eine spezielle Zahngeometrie hat, die nennt sich Narrow Wide, das heißt also, ein dicker Zahn folgt auf einen dünnen Zahn und das wiederum führt dazu, dass die Kette und das Kettenblatt formschlüssig ineinander greifen und dadurch auch der Verschleiß minimiert wird. Die zweite Maßnahme ist, dass wir eine E-Bike-Kette verwenden, die von Hause aus auf höhere Kräfte bzw. Drehmomente ausgelegt ist. Und dementsprechend habt ihr am Sci-Fly-Antrieb an diesen Bauteilen mit keinem höheren Verschleiß zu rechnen.